Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBCars TV und es ist Spooky-Zeit, es ist Halloween. Und wir sind hier mit einem Kürbis, den wir jetzt schnitzen werden. Das Ding ist, das hier ist ein Autokanal. Also was kann man in einer Kürbis schnitzen, was dazu passen würde? Ich habe mir überlegt, wir schneiden in diesem Kürbis das Unheimlichste, das einem Autofahrer jemals begegnen wird. Eine Motorkontrollleuchte. Jawohl, das kleine orangene Licht, das ihr vielleicht bei einem kaputten Auto seht, wird in diesen Kürbis reingeschnitzt. So, wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir haben einen Kürbis. Ich habe auf dem Handy das Bild von der Kontrollleuchte. Wir haben hier einen Marker zum Draufmachen und natürlich, neben der Tüte, Messer. Das ist kein Messer. Das ist ein Messer. So. Also werden wir loslegen. Das Problem ist, gerade Linien auf einem runden Kürbis zu finden. Und außerdem ein Marker, der nicht markiert. Okay, nehmen wir einen anderen Marker. Bisschen besser. Stift! Nicht! Aufhören! So, die Zeichnung ist fertig. Hoffentlich kann man es auch sehen. Der Marker hat am Schluss ein bisschen nachgelassen, aber ich brauche nicht so viel. So, bevor wir jetzt hier anfangen, müssen wir dem armen Kürbis erstmal den Kopf absäbeln. Es tut mir leid, Kürbis. Tja, ich habe daneben gestochen. So. Oh, fühlt sich gut an. Ja. Ja. Oh, oh, Deckel grad. Und hier, das Gehirn. Was gut ist, wenn du eine frische Tüte nimmst, dann kannst du die in der Reihe aufheben und theoretisch eine wunderbar schöne Kürbiscremesuppe draus machen. Bleib. So, jetzt haben wir hier einen Deckel für später. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben keinen Löffel. Ich gehe mal schnell einen Löffel holen. So, haben einen Löffel geholt. Das ist kein Löffel. Das ist ein Löffel. Ah! Hab ihn. So, und jetzt müssen wir diese ganze glitschige, klebrige, faserige Masse rausholen. Das ist das, was ich so hasse an Kürbisschnitzen. Das Schnitzen selber ist cool, vor allem wenn man sehr kreative Kürbisse schnitzt. So wie der hier, den ich letztes Jahr gemacht habe. Aber boah, das stinkt immer so. Und hier haben wir Gehirn. Gehirnmasse. Sorry, Kürbis. So, mehr Gehirn raus für dich. Lecker überall hin. Zum Glück sind wir draußen. So, fast alles raus. Ich habe zum kleinen Löffel gewechselt. Damit kommt man leicht dahin. Aber da sind so viele kleine. So viele kleine Dinger drin, das ist schwierig rauszukriegen. Aber du willst nicht, dass sowas in dem Bild draußen nachher zu sehen ist. Aber ich glaube, gleich für momentan reicht es. Ja, das ist eine ordentlich schwere Tüte. So, und jetzt wird es Zeit, das hier auszuschneiden. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Gut. Ganz. What? Ups. Ganz was. So, ui. Die ersten Teile kommen schon raus. Aber ihr dürft es noch nicht sehen. Könnte ein Problem sein, weil ich glaube nicht, dass ich hiermit weiterschnitzen kann. Na gut, ich hol mal kurz ein neues Messer.
So, neues Messer, hoffentlich bricht das jetzt nicht. Gut, machen wir mal weiter. Mehr kleine Stücke rausholen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich meine, ich habe heute schon ein Messer geopfert. Was muss ich noch opfern heute? So, der Teil hier wird jetzt schwierig. Da das hier in der Mitte da bleiben soll, muss das an dem hier und an dem hier gehalten werden. Letzter Schnitt. So, ich mach das jetzt raus. Yes! Jetzt sieht man, wie wenig ich mich gekümmert habe ums Drinnen. Aber jetzt kommt man auch besser hin. Wir müssen das ja jetzt erstmal noch ein Stückchen zuschneiden, denn es soll ja ein bisschen kleiner sein wie das Loch selber. Jetzt geht's ans Schneiden. Da war irgendwo mein Finger dran. So, jetzt wo das Teil fertig ist, müssen wir uns wieder um den Hauptkürbis kümmern. Denn das da sieht nicht appetitlich aus. Ich mache das mit dem Messer. Irgendwie funktioniert das besser mit dem Messer als mit dem Löffel. Also, schauen wir mal. Ja, ich glaube, das ist gut. Man merkt aber hier, diese Ecke hier ist lose. Diese Füße bleibt halt auf. Ich könnte wirklich ein paar mehr Hände gebrauchen. Und jetzt brauchen wir sowohl für diese Reparaturarbeit als auch um dieses Teil reinzukriegen wieder, brauchen wir jetzt Schaschlikspieße. Und die werde ich jetzt holen. So, ich habe ein paar Schaschlikspieße. Der ist ja schon fertig. Okay. Dann schätze ich, ist das Ende des WDE. Oh. Wer oder was bist du?